Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Castle Creator, kostet 8,19 €, ist aber ziemlich schlecht bewertet. Die Theorie ist, ein Schloss aufzubauen. Schauen wir mal, wie es wird. Grafik alleine schon von, was man jetzt schon sieht beim Intro, dass das Spiel definitiv nicht das ist. Oh jemine. Was ist hier schiefgegangen? Aha. Was ist das hier? Ach so. Wir brauchen mehr Ressourcen. Woher kriegen wir die? Mehr können wir uns nicht leisten, das war es auch schon wieder so. Ja, gut. Aha, und läuft hier rum. Das ist ja XYZ-Achse, okay. Wunderschön ist auch, dass es hier keinerlei Tutorial gibt. Aha, man kann hier bei Tab durchgehen. Man soll hier einen Schritt einrichten. Kann man hier runterspringen? Jupp. Aber man stirbt nicht. So. Ja, es ist natürlich schön, dass es uns sagt, wir haben keine Ressourcen, nur wir kommen an Ressourcen. Wir starten nochmal neu. Und das ist auf maximale Einstellung hier. Und das sieht furchtbar aus. So. Oh, ein Pfeil. Ja. Wir bauen ein Wohnhaus. Warum das auf einer Insel jetzt ist? Okay, auf einer anderen Insel. Und es bringt Gold. Das ist schön. Was kann ich mit diesem Gold tun? Probiere jetzt einfach mal die Tastatur durch, ob es hier irgendeine Störung hier gibt. Controls. Also Halleluja. Hilfe. Okay, ja, was soll das werden? Ah, wieder die Ressourcen verkackt. Kann ich das hier irgendwie auswählen? Nein, ich kann hier nur scrollen. Ach hier. Das bringt mir aber alles nichts. Oh, ich kann halt hier irgendwie Einrichtungen bauen, aber. Halleluja.
Türen. Türen klingt gut. Setzen wir da mal die Tür rein. Können wir das aufmachen? Tatsächlich. Aha, und wir klicken uns jetzt hier auf einfach auf Felder durch. In der Hoffnung, was zu bauen. Die Steuerung ist eine Katastrophe und das Spiel sieht wirklich nicht nur beschissen aus, es spielt sich auch so. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Weil im Prinzip ist das wie jeder andere Level-Editor. Aha. Das generiert dann doch Essen hier so. Natürlich auch schön, dass es im Haus ist und wir nicht draußen das machen können. Und sie bringen diese Pflanzen hier mehr, was auch immer das sein soll. Wie generiert das jetzt? Muss ich da irgendwie Runde drücken oder irgendwie so? Weiß auch wieder keiner. Ja, alles Mögliche ändern. Ach du heiliges Elend. Haben wieder keine Ressourcen mehr. Und noch ein Haus und wieder eine neue Insel. Besonders warum eine Insel? Was sollen die da anbauen oder was soll das werden? Sind sie zumindest auf derselben Insel schon mal? Langsam wird das hier enger. Sie generieren alle kein Holz, kein Wunder, ist ja auch kein Wald da. Und wie bekomme ich Wald? Bäume können von Baumfarmen gemacht werden. Ein Baumfarm. Ja, das ist wieder hier drin irgendwo. Ressourcen. Ich habe nur die beiden.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Holz herbekomme. Offensichtlich steht das hier nicht in der Liste. Einfach noch mehr bauen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal ein Wald dabei ist. Besonders sind die Häuser irgendwie so sinnfrei, irgendwie auf so Inseln drauf. Was hat das für einen Hintergrund? Besonders da kann ja keiner wohnen in der Hunshütte. Nee, ich breche hier ab. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das Ding muss zurück ins Skizzierbrett. Das ist einfach nur Schund hier. Das Ding ist keinen Cent wert, so in dem Moment. Das bringt null hier. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie das zu durchschauen, was du tun sollst. Die Steuerung ist eine Katastrophe. Das Aufbauen basiert einfach nur dämlich in Rumklicken. Nee, nee, nee. Zurück ans Skizzierbrett. Weg mit dem Scheiß.